Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir wollten uns umziehen erstmal. Das habe ich nicht vergessen. Wir wollen den Technikerraumanzug wieder ausstatten. Den einmal wieder hinlegen. Und ich bin überlegen, ob ich das hier wieder zerlege, ganz ehrlich. Weil ganz ehrlich, im Prinzip brauchen wir es nicht. Da können wir lieber das Elektronik und den Metall besser gebrauchen für andere Sachen, weil dieses Dekokram zumindest aktuell noch nicht. Wir können später dekorieren, das ist alles gut und schön, aber aktuell geht es jetzt erstmal darum zu überleben, voranzukommen und dann können wir später anfangen, vernünftig und richtig zu bauen. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe in der Pause jetzt gar nicht mehr was zu trinken eingeschüttet. Ich mache das jetzt mal eben ganz schnell jetzt hier. Ganz heimlich, so, gluck, 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 und mal eben was trinken, warte. So, ich trinke mal einen Schluck. Ah, so. Mein Mund nicht trocken. Genau. Wir wollten zu den anderen Orten, um zu gucken, was wir da jetzt machen können. Wir brauchen das Bestechungsgeld. Das heißt, wir müssen Farbe haben. Wir brauchten viermal Farbe und viermal Gummi. Das habe ich mir behalten. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Farbe farmen. Schönen Ausblick. Haben wir das Fenster in der letzten Folge gebaut. Das heißt, aufgesitzt und Attacke. Ab zur Farbe. Ich komme. Mein Maserati fährt 210. Fuchs, die Polizei hat sich gesehen. Ich geb Gas. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich bin so allein im Weltraum, da dreht man mal durch. Entschuldigung. So. Ja, gut. Die Frage ist halt, ob wir hier noch irgendwie groß was entdecken können oder was wir noch brauchen. Wir könnten natürlich hier die ganzen Ressourcen farmen. Das könnten wir natürlich machen. Oder ob ich das privat mal mache. Hier so ein bisschen halt alles abarbeiten. Weil ist bestimmt jetzt vielleicht auch nicht so spannend, wenn ich jetzt anfange, hier die ganzen Kisten zu zerstören, die jetzt noch in diesem Bereich sind. Oder die Ressourcen zu sammeln. Weiß ich nicht. Ob ich das, wie gesagt, hatte ich glaube ich in irgendeiner Folge schon mal gesagt. Ob ich da nicht einfach mal anfange, alles so abzuarbeiten. Weil, wie gesagt, Lagerplatz haben wir jetzt im Endeffekt erstmal ein provisorisches. So, wo kriege ich jetzt hier nochmal Farbe her? Die Container haben wir ausgeraubt, ne? Ich fülle nochmal ein bisschen Sauerstoff auf. Gibt's hier oder gibt's hier auch Blei? Aber Blei brauchen wir nicht. Wir brauchen Farbe, ne? Der war leer. Tank ist leer. Gibt's hier noch irgendwo mehr Farbe? Warte mal. Da ist Farbe! Farbe! Noch mehr Farbe. Was wir haben, haben wir, ne? Man muss hier genau hingucken, weil die manchmal so klein sind, die Ressourcen. Immer so, so Farbpartikel hier, aber das sind keine Ressourcen, die man sammeln kann. Aber das kann ich sammeln, das nehme ich mit. Wir haben den unendlichen Schaber noch nicht benutzt. Und wir haben sogar noch einen neuen gefunden. Nein, 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 bleib hier. So, warte mal. Ich mache mal eben wieder ein bisschen Space-Musik an. Ein bisschen andere. Machen wir mal hier Exploration Space. Das, glaube ich, könnte interessant werden. So, ja. Farbe, Farbe, Farbe. Ist das hier Farbe? Ist das Farbe? Ist das... Das ist nicht... Das ist Farbe, aber das können wir nicht zerstören. Ich dachte vielleicht. Diese Container sind mir immer noch ein Graus, dass man die nicht öffnen können, diese riesengroßen hier. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich will nicht zerstören. Gib mir Ressourcen. Der ist auch leer? Nein. Oh, warte mal. Einen Moment. Der Bohrer kommt. Jetzt ist er leer. Wow, hat sich gelohnt. Diese eine Farbe wird jetzt alles, wird alles verändern. Alles. Das verändert jetzt das ganze Spiel. Da ist noch Farbe. Meinen, wir haben, was wir brauchen. Also so viel brauchen wir natürlich nicht, aber wie gesagt, wenn wir es einmal haben und mitnehmen, dann nehmen wir es auch mit, weil es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir diese Ressource bestimmt brauchen. Es ist ja immer in so Survival-Games so, dass du
die Ressourcen ja nicht nur einmal brauchst für irgendwas, sondern irgendwann brauchst du die wieder und wieder und wieder und wieder 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 und wieder und wieder wieder wieder. Es ist nun mal so. Und was ich auch schon mal erwähnt habe in einer Folge, ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Folge wir aktuell sind. Ich bin immer noch in einer Aufnahmesession seit geraumt, gefühlt, glaube ich, 6, 7 Folgen oder so, dass die... Survival Games immer ein bisschen zäh am Anfang sind. Und wie gesagt, die Survival Games brauchen tatsächlich immer ein bisschen Zeit, um sich zu entfalten. Man muss Geduld üben und Geduld mitbringen. Und ich weiß, ich kenne mich selber, ich bin auch ein Freund, der sehr schnell ungeduldig wird. Obwohl ich mir das mittlerweile so ein bisschen angelernt habe, es nicht mehr so zu sein. Aber man sieht jetzt, wenn man mal überlegt, wo wir am Anfang standen, ja, wenn man überlegt, da hinten diese kleine, mickrige Raumstation, wo wir waren, und jetzt mittlerweile diesen riesen Bunker, wo wir da zig an Ressourcen haben und tralala, wir haben ein Moped gefunden, womit wir viel schneller durch den Weltraum, oh, wenn wir überlegen, wie nervig das war mit, wie viel hatten wir? 50 Sauerstoff oder so? Oder 40? Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil es so lange her liegt. Wo wir jedes Mal immer wieder nach gefühlt einer Sekunde wieder rein mussten in die Raumstation, um Sauerstoff zu tanken. Wie nervig das einfach war. Und jetzt können wir hier minutenlang rumcruisen und uns alles in Ruhe angucken. Und das ist das, was ich halt meine. Das braucht halt alles unglaublich Zeit immer. Und nicht immer irgendwie so, na, Kackspiel, wisst ihr, es gibt viele Leute, die dann immer irgendwie so, boah, kein Vorankommen und alles. Nein, Spiele brauchen halt auch mal Zeit, um sich zu entfalten. Es einfach mal genießen. Werden Spiele heutzutage noch genossen? Ich weiß das gar nicht mehr. So, wir haben Farbe. Ich werde mal erstmal 1, 2, 4 brauchen wir, ne? 1, 2, 3, 4. Zweimal Gummi habe ich. Aluminium. Ich habe noch eine Batterie. Nice. Die schmeiße ich dahin. Dann liegt die bei den Batterien dabei. Kabel habe ich noch. Kabel kommt dahin. So. Und dann brauche ich noch zweimal Gummi. Nee, warte mal. Bestechungsgeld, ne? Hier. 3 Minuten. Und danach müssen wir es ja auch erstmal herstellen. Ich denke, es wird mit Stoff hergestellt. Bin mir nicht sicher. Ein Koffer, ein geräumiger Reisekoffer, der für jeden Passagier früher hatte. Der Koffer hat einen kleinen Innenfächer, sichere Schlösser, Räder, versenkbare Griffe und veredeltes Metall, zweimal Kabel, zweimal Plastik. Zweimal veredeltes Metall, zweimal Kabel und zweimal Plastik. Ist das vielleicht ein... Obwohl, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Lager ist. Ach, 4-mal veredeltes Metall, Entschuldigung. Machen wir das auch mal eben. Ach, geht nicht. Ach so. Wir müssen jetzt erst warten, die 2 Minuten. Was machen wir denn die 2 Minuten lang? Da können wir ein bisschen farmen, Ressourcen. Komm. Scheiß drauf. Sammeln wir ein bisschen, was drumherum ist. Nutzen wir die Zeit einfach sinnvoll, indem wir hier ein paar Ressourcen einsammeln. Was wir haben, haben wir, wie gesagt. So, da waren die Elektronikteile, die haben wir alle schon gesammelt. Oh, hallo Kiste, ich bin schon bei dir. Ist doch gar kein Problem mit dem Schaber. Aber wie viel Schaber wir noch haben? Obwohl wir den tausendfach Schaber haben mittlerweile. Unglaublich. So, müssen wir natürlich gleich erstmal unser Inventar leeren, aber ist jetzt nicht so schlimm. Metall brauchen wir ja auch. Und das nicht zu wenig mittlerweile. Oh, was sehen meine Augen? Hallo, da bin ich doch gleich dabei. Alkali, mein Freund und Genosse. Für die Batterien, die wir brauchen. Hat sich jetzt schon gelohnt wieder. Guckt euch an. Guckt's euch an. Wie kann ich das hier eigentlich abgraben? Mit dem hier? Wasser, Wasser, Wasser ist zum Waschen da. Tralalala, Wasser ist zum Waschen da. So, jetzt dürften eigentlich theoretischerweise die
Die 2 Minuten natürlich um sein. Ich sammle trotzdem nochmal hier ein bisschen was ein. Titan können wir eigentlich auch mal ein bisschen sammeln wieder, ne? Titan, 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 sprach der Hahn. Titan. Titan, Titan, Titan. Da oben haben wir nochmal Kabel. Sehe ich gerade. Nehme ich mal mit. Hier auch. Und hier kriegen wir bestimmt nochmal Elektronikteile. Ich wusste es. Eine Batterie. Bestechungsgeldforschung abgeschlossen. Ah, uns wird das angezeigt. Das ist ja super. Das heißt, wir können jetzt direkt loslegen. Uns die Blaupause gleich mal angucken. Und, die nächste Blaupause an dem Forschungstisch schon mal direkt starten. La, 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 la. Weil wir ja die Ressourcen für den anderen Forschung schon haben. Und zwar für den hier. Kann ich nicht. Achso. Koffer. 1 Minute. Alles klar. Dann lass mal gucken. Bei Ausrüstung ist das und Werkzeuge. Farbe und Gummi. Ja, nice. Machen wir gleich. Ich schmeiß erstmal. Gut, dass wir Farbe gesammelt haben, seht ihr? Ich weiß schon warum. So. Plastik hatten wir hier. Nahrung hatten wir hier. Ich will mal ein bisschen das Aluminium so ein bisschen woanders hinlegen, sonst geht das hier unter bei den ganzen Nahrungen. So ein bisschen trennen, weil wirklich die Nahrung überwiegt halt. Vielleicht mache ich das Aluminium mal hier hin. Dass ich da nicht durcheinander komme. Genau, das ist glaube ich besser. Das Alkali packen wir hier wieder mit hin. So, Koffer ist fertig, auch nice. Batterien kommen wieder dahin. Wasser hatten wir hier. Ich schmeiß die Sache ein bisschen oben drüber, ne? So besser, dass sie ein bisschen übereinander liegen. Weil wir ja so einen Haufen machen können. Ich mache einen Haufen, du verstehst. Ja, so. Wir haben so viele Magnete, wir können Magnetschuhe erstellen. So, hier war die Farbe, die wir gleich brauchen. Und jetzt haben wir Metall. Metall dann war da. Ich würde das gerne einmal ein bisschen mehr trennen. Metall packe ich mal hier hin. Ja, nice. Das ist doch ein bisschen besser. Da haben wir diesen Zettel da oder was das war. Schwarmarama packen wir auch hier hin. So, und dann haben wir hier noch den... Den, Baukasten. Ja, lasse ich jetzt erstmal so. Okay, aber das macht schon mehr Sinn, das jetzt so ein bisschen sortiert zu haben. Da haben wir ein bisschen mehr aufgeräumt. Pass auf, wir müssen das Geld. Nee, den Koffer. Was kann der Koffer? Objekte. Container. Veredeltes Metall. 4-mal, habe ich das richtig gelesen? 4-mal Metall, veredeltes. Wie gut, dass ich Metall gerade gesammelt habe, ne? Wohlgemerkt. Dann wollen wir mal. Heute sind wir so ein bisschen mehr in der Base unterwegs. Ich wollte eigentlich noch zu den Orten, aber... Mich fesselt das gerade schon wieder hier mit diesen... Mit diesen Sachen. Alter, 4-mal Metall brauchen wir dafür. Für ein, für einmal veredeltes Metall. Alter Schwede. Mal gucken, was der Koffer kann. Schauen wir mal. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Koffer hat einen Innenfächer Schlösser. Ja, was kann ich damit machen? Platz festlegen. Installieren. Das ist ein Lager. Ich würde verwetten. Das wäre ja so großartig. Aber wie installiere ich das denn? Ja, ein Lager. Oh, wie großartig. Kann ich ihn einmal drehen? Wie hält er eigentlich seine Finger? Ich weiß nicht, ob das so rum richtig ist. Ich pack das mal hier.
Kann ich ihn nochmal nehmen? Das war mir ein bisschen zu blöd platziert. Aber man kann das so schlecht erkennen. Ach so, der liegt. Ach so, der schwebt in der Luft. Warte mal. Nein. Einen Moment bitte. Kann ich davon noch einen bauen? Nur mal zum Testen einmal. Jetzt liegt das andere Metall da, ne? Aber ich könnte ja eigentlich. Warum zappelt der denn so? Hör auf zu zappeln! Nein! Zerlegen. Jetzt können wir den wahrscheinlich nicht mehr bauen, ne? Doch. Warte mal. Ich sammle mal eben hier die zwei Dings ein. Zwei, dreimal Stoff. Ich denke, ihr wisst, was ich vorhabe, ne? So. Ist das richtig rum? Ja, okay. Jetzt würde ich gerne das nochmal mit dem Koffer probieren. So, warte. Nein! Okay, das ist ein bisschen schwierig zu handeln. Weil der so ein bisschen... Ja, okay. Öffnen. Oh, wie großartig. Ja, Mann. Ja, wir brauchen Metall. Wir brauchen Metall. Wir brauchen Metall. Ich gehe Metall farmen. Aber sowas von. Aber erst mal was trinken. Wasserflasche? Da sehe ich irgendwo Wasserflasche. Da ist irgendwo eine Wasserflasche. Und ein Steak brauche ich. Da. Das schmeiße ich weg. Schmeiße auch weg. Schmeiße auch weg. Auch weg. Auch weg. So, erstmal was trinken. Und erstmal was essen. So. Jetzt gehen wir erstmal Metallfarm. Juhu! Ja, ein Lagersystem. Mega. Nice. Das heißt, wir brauchen erstmal Metall. Das können wir jetzt erstmal zu häufig zu Hauf farmen. Weil wir brauchen ja auch veredeltes Metall und so. Uha! Nein! Bleib hier! Titan nehme ich auch mit. Endlich! Wenigstens ein bisschen Lager. Auch wenn es jetzt nicht das ist, was ich dachte. Aber die sind schon sehr groß, muss man sagen. Schaber haben wir genug, brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir haben ja, wie gesagt, noch die Reserve-Schaber hier und wir haben ja noch diesen 999er-Schaber. Der wird uns nach vorne bringen. Ich sehe es jetzt schon. War eigentlich noch ein großer Klumpen? Oh, was sehen meine Äuglein denn da? Hallo? Natürlich. So, Metall. War nicht noch gerade ein großer Klumpen Metall? Okay. Da ist noch Metall. Das mache ich jetzt alles mal ohne Auto. Da brauchen wir nicht jetzt extra das Auto dafür auspacken. Oder das Moped. Titan nehme ich auch nochmal mit. Auch wenn wir eigentlich auf Metallsuche sind, gerade aktuell. So, das nehmen wir mit. Das auch. Erstmal die Kleinen einsammeln. Wie gesagt, was wir haben, haben wir jetzt. Und jetzt können wir natürlich auch vernünftig dann sortieren. Denn ein vernünftiges, geordnetes Lagersystem ist die halbe Miete. Ist einfach so. Alter, wie viele Särge hier sind. Waren wir hier schon? Hier sind noch ungeöffnete Särge. Zumindest einer. Die anderen sind alle defekt. Sarg mit angeschaltetem Motor. Ja, interessant.
Gut, wir brauchen Sauerstoff. Da ist noch Metall, deswegen düse ich mal eben schnell zu unserer Station. Oder ist das Metall? Ich glaube ja, oder? Nee, ist ein Sarg, ne? Nee, da ist noch Metall. Tank mal eben auf. Ah, wie großartig. So. Das wird so großartig. Theoretischerweise können wir auch hier Lagersystem machen, aber wir müssen ja immer drüben zur Werkbank. Deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt... Will ich das jetzt nicht unbedingt immer diese Rennerei, dass du erst zum Lager musst und dann dahin, sondern direkt an der Werkbank auch das Lagersystem, sodass wir... Dass wir uns da keine Gedanken machen müssen, quasi, wo wir immer erst hinlaufen müssen. So, hier wird es doch bestimmt noch irgendwo Metall geben. Da sehe ich noch jede Menge Metall. Metall! Noch mehr Metall? Noch mehr Metall irgendwo? Da ist nicht Aluminium. Nehme ich auch mit. Jetzt sehen wir auf einmal alle Ressourcen, die wir brauchen. Oder die wir vorher gesucht haben. Die haben wir jetzt hier. Großartig. So. Wo haben wir denn noch Metall? Hallo, wir brauchen noch mehr. Hier drin ist doch bestimmt auch noch irgendwo was, ne? Ich hab's doch gewusst. Metall. Metall. Das wird nie im Leben ausreichen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir werden noch viel mehr brauchen. Was ist das? Das ist kein Metall. Was ist das hier? Aufbrechen? Salzkiste? Salzkiste. Titan lasse ich jetzt nochmal eiskalt liegen. Hier ist noch ein bisschen Harz. Das war es doch noch nicht mit Metall, ne? Da ist noch was. Ein bisschen Platz haben wir noch. Hier wird es doch noch ein bisschen mehr Metall geben, oder? Das wird doch nicht alles gewesen sein hier. Komm, ich düse nochmal. Wir haben noch Sauerstoffkerzen mitten, also nicht wundern. Nimm mal direkt mal eine. Ist doch bestimmt irgendwo Metall, oder? Sonst haben wir doch immer überall Metall gefunden. Kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Metall! Keine Metallvorkommnisse hier? Was ist das denn? Bin enttäuscht. Was ist das denn hier? Ja. Wie armselig. Sag mal, sind da Löcher in dem Asteroiden oder was ist das da? Warum sind da so schwarze Flecken? Ich glaube, das sind so Grafikfehler. Ich bin mir aber nicht sicher. Gut. Gut, haben wir aber, glaube ich, hier so drumherum, glaube ich, alles, was metallisch ist, glaube ich, eingesammelt. Guck zwar nochmal. Da war Titan. Guck nochmal hier. Da ist noch Metall. Da sehe ich auch nochmal Metall. Ich finde es cool, dass man das auch mit dem Moped machen kann, aber eigentlich wollte es nicht genutzt haben, weil eigentlich ist es Treibstoffverschwendung. Oh, was sehen meine Äuglein? Was sehen meine Äuglein da? Aluminium, mein Freund! Mein Freund und Gehilfe. Dich nehme ich auch noch mit. So, der Bohrer ist natürlich im Eimer. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, für Metall brauchen wir ja keinen Bohrer in dem Sinne. So. Ich habe Augen wie eine Katze. Aber wie ein Luchs. Ich sehe überall Metall nur noch. So, hier ist nur noch jetzt Getränke und alles. Okay. Da. Wo ist er hin? Da. Wie Inventar voll. Na dann. Egal. Parken wir direkt vor der Haustür. Ist doch super.
So, Metall, mein Freund, ich komme. Kiste. Was brauchen wir dafür nochmal? Auf jeden Fall brauchen wir hiervon 4 Stück jeweils, ne? Boah, 4 ist aber echt teuer. Muss ich sagen. Oder war das weniger? Das muss ich gleich nochmal gucken. 4-mal veredeltes Metall. Alter Schwede. Das ist aber echt teuer. Viermal veredeltes Metall. Lecko funny. Das ist mega teuer. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bauen jetzt 2 Koffer. Und dann schauen wir mal, wie wir damit klarkommen. Mit den Ressourcen. Weil dann kann man nämlich anfangen, vernünftig ein bisschen zu sortieren. Fürs Erste. So, ganze Metall ist weg, was wir gerade gesammelt haben. Lul. Für 2 Koffer. Wir bräuchten doch normalerweise noch so ein Dings hier. Aber ich guck mal, dass ich mir den einmal auf eine 4 platziere. Kann ich den hier so? Nice. Okay, pass auf. Den platziere ich auch mal hier auf eine 4. Den mache ich wieder auf eine 1. Sehr schön. Wo fangen wir denn an? Die Nahrung würde ich tatsächlich draußen lassen. Die nimmt viel zu viel Platz weg. Wir fangen mal an mit so Aluminium und so einem Kram. So wichtige Ressourcen so und solche Sachen. Da haben wir ja ein bisschen was gesammelt jetzt. Aluminium und Titan würde ich zusammenpacken. Erstmal. Aluminium, Titan und Harz. Das packe ich jetzt erstmal zusammen. In dem ersten Koffer. So. Der zweite Koffer. Lass mich kurz überlegen. Plastik. Der kriegt erstmal Plastik rein. Plastik haben wir so viel, ne? So, Stoff kann da auch mit rein. Plastik und Stoff. Ah, wie gut das einfach ist, dass wir das gefunden haben. Das macht das so viel einfacher, ne? So, Blei kann bei Dings rein. Hallo? Ich würde es gerne mitnehmen. Wieso kann ich es nicht mitnehmen? Hallo? Ich kann es nicht mitnehmen. Nein, ich kann Blei nicht mitnehmen. Warum kann ich Blei nicht mitnehmen? Das kann ich mitnehmen, aber da... Oh nein, ich komme da hinten nicht dran. Oh nein. Ich komme an die 2 Blei nicht dran. Oh nein. Oh, ich kann mich auch nicht ducken, ne? Oh, verdammt. Ernsthaft? Großartig. So, was hatte ich jetzt gesagt? Blei kann hier mit rein. So. Nein, wieso habe ich den mitgenommen? Hier würde ich so Elektronikkram und so reinpacken. Also sowas hier. Also so Magnete, Batterien, den ganzen Krempel. Genau, solche Sachen kommen da rein. So, der auch. Genau, da sind dann solche Sachen drin. Ja, mit der Farbe bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wo wir das reinpacken. Vielleicht machen wir da noch eine weitere Kiste. Also der Blei ist jetzt echt ärgerlich. Hier ist noch Nahrung. Die kann noch hier hin. Das Gummi. Der Treibstoff kann draußen bleiben. Gummi. Ja, gucken wir mal.
Vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen auf Ressourcenfahrt. Demnächst quasi. Das Gummi hier mit rein? Ne, komm. Kannst du Gummi nicht unten reinschmeißen? Ah, ducken müsste man. Kann man sich eigentlich nicht ducken? Warte, ich guck mal eben in die Steuerung. Vielleicht soll ich mal in die Steuerung gehen. Vielleicht steht da auch irgendwas. Runterspringen, beschleunigen, stabilisieren, Inventar. Links, rechts drehen. Haben wir noch nie benutzt. Schiffen? Rechte Hand, linke Hand. Aber ducken geht nicht. Hochspringen, okay. Nee, ducken geht nicht. Kann ich? Frage ist, wie muss ich zielen, um das Gummi da reinzuschießen? Krieg ich bestimmt nicht da rein, ne? Schmeißt da bestimmt davor. Doch, das geht so. Ob das jetzt die beste Idee ist, so das Gummi da zu lagern, ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall ein bisschen sortierter aus. Nein. Vor die Kante geworfen? Nein. Ja, ist schon besser. Okay. Das schon mal ein bisschen, sieht schon mal ein bisschen aufgeräumter aus jetzt. Ja, die Nahrung schmeißen wir jetzt hier nochmal drauf auf den Haufen. So. Die eine Flasche trinken wir mal. Beziehungsweise, da ist ja noch irgendwo eine Flasche, ne? Hier. Nehmen wir ein Stück Fleisch. Ich bastel mir mal eben schnell ein Steak. Dann können wir nochmal eben schnell essen. Alter, wir sind bei 32 Minuten. Oha, ich muss so langsam zum Ende kommen. Viel zu lange. So lange wollte ich gar nicht. Aber es macht so viel Spaß gerade wieder. Aber dann haben wir hier ein bisschen... Komm, das nehme ich auch noch mit. Nein, ich komme an manche Sachen nicht dran. Das ist ärgerlich. Ach, das mit dem Blei ärgert mich ein bisschen. Kann ich das irgendwie wegschießen da? Gibt es da eine Möglichkeit irgendwie... Kann ich das irgendwie wegschießen? Vielleicht... Wieso komme ich da nicht dran? Hm, warte mal. Ah, das ist voll blöd. Komm da nicht dran, obwohl das mir anzeigt. Hm. Naja, die Musik ist auch zu Ende. Ich bin es jetzt so langsam auch. Und, ja. Ich glaube, in der nächsten Folge wird es richtig interessant, richtig lustig. Auf jeden Fall haben wir hier richtig ordentlich aufgeräumt. Ich würde noch tatsächlich einmal... Nein. Das hier mit reinpacken. Das passt mir ganz gut hier rein. Genau, bei den Elektroniksachen. Obwohl, ich weiß nicht. Könnte auch... Wir brauchen auf jeden Fall noch einen viel, viel mehr Koffer. Also heißt es beim nächsten Mal Metallfarmen. Ich hoffe, der Flexi in der Zukunft wird sich daran erinnern. Diese Bleistücke kriegen wir nicht mit. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier so ein Mini-Lager, was mich schon mal sehr freut. Da haben wir das schon mal wenigstens ein bisschen aufgeräumt, haben ein bisschen Übersicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Mit einem vernünftigen Lagersystem. Wieder ein bisschen Musik auf die Ohren. Und dann sehen wir uns wieder bei einer neuen Folge Brief Edge. Und dann seid ihr wieder mit dabei. Also, macht's gut. Tschüss.